Urfan etrafı dumanlar ağlar aman aman Urfan etrafı dumanlar ağlar aman aman Geschichte ist ziemlich lang, inzwischen schon über 10 Jahre alt. Wir haben also vor über 10 Jahren in Istanbul schon zum ersten Mal gespielt. Aber heute unser normales Programm
Und da haben wir eine Zugabe gemacht auf Türkisch und das hat schon mal gut funktioniert. Und dann war natürlich der Hauptgrund, dass ich halt in der Schule viele türkische Kinder zum Unterrichten gehabt habe und mit denen einfach unbedingt ein bisschen türkische Musik machen wollte, ein bisschen mithelfen, dass ihnen ein bisschen leichter fällt in der Schule. Und dann hat sich da einfach die Geschichte ergeben. Aber dass das jetzt so ausgegangen ist, dass wir jetzt im Osten von der Türkei unterwegs sind und jetzt gerade von Şanlıurfa nach Gaziantep fahren, und das ist einfach unglaublich. Also ich persönlich, je älter das ich merke, desto mehr merke ich einfach, dass die Musik auch eine bestimmte Kraft hat und dass man die Botschaft darüber aussenden kann, und vor allem dann, wenn man Probleme mit der Sprache hat. Die Musik geht einfach, im Türkischen würde man sagen, Can Cana, von Herz zu Herz. Und man braucht nicht viel verstehen. Man muss einfach nur die Ohren und das Herz aufmachen, und dann kann einfach viel passieren im emotionalen Bereich, was wir heute zum Beispiel erlebt haben. Also, dass mir diese Leute in dem Flüchtlingslager gesagt haben, dass sie zwei kleine Kinder mit 5 und 6 Jahre alt seit 2 Wochen da sind und noch keinen Ton gesprochen haben und noch nie gelächelt haben und jetzt nach diesem Konzert angefangen haben zu reden, also das hat sich alleine schon rentiert, da hinzufahren. Also das ist einfach, da ist einfach genau das, was ich gesagt habe, die Kraft der Musik.